Ja, Fortschritt speichern. Ich würde sagen, Streamende ist heute, wenn ich das hier durch habe. Ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangler. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. So, Medipack klein, Medipack mittel. Kann ja auch, siehst du? Nichts Besonderes. Aber du durch komische Laute von dem kannst. Ziemlich kopflos, das Vieh. Was da muss ich machen? Jetzt mal hier hin. Bevor ich wieder meinen Tod laufe. Erstmal umgucken, was gibt's hier sonst noch? Der Schrank ist schon auf. Was kurios für ihn. Munition. Und es wird dunkel. Ach, wird geborgen. Komm schön, die schmierigen kleinen Mistviecher. Ich weiß doch, dass sie kommt. Das ist er, der Marker. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Transport wird Chinesenmodul benötigt. Besser. Ich lebe noch. Ich kann nicht nur noch. Ihr seht mich nicht mehr. Was daran liegt, dass Isaac nämlich 5 Jahre braucht, bis er aufsteht und weiterlaufen kann. Ich sehe schon, das wird eine lustige Runde hier. So. Ja.
Ja. Hä? Du warst gerade nicht dabei. Spiel? Verarscht mich gleich ein Set. So. Das ist mal so ein Puppel, wie ich gerade bin. Das ist echt scheiße. Haben wir hier so noch mehr Munition, und Energieknoten, weil er mir jetzt bestimmt noch was bringt. Wie viel habe ich dann? Genau ein. Meine Panzerung hat sich genau um 5% erhöht, nachdem ich mir die Rüstung für 35.000 geholt habe. Du brauchst eine Rüstung, die teurer, hochwertiger ist. Die Stärke deiner Verteidigung höchstens um 5%. Was die Viecher hier in feuchten Furz interessiert. Oh. Licht anmachen. Wow. Und Hex. Lieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesenmodul benötigt. Hier kommt nicht aus einer Richtung. Du musst immer aus zwei Richtungen kommen, ne? Eine Eckart auf beide zu gehen. Komm, Freddy. Ich zerlege auch mal unter. Hässliches kleines Pisskind. Muss mal. Ja.
Ja, ich hasse solche Monster. Erst Stress schieben, dann nicht kommen. Soll ich mehr Medi als. Der schwache mir. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. So ein logischer Scheiß. Nein, kann ich nicht, weil ich jetzt mich erstmal wieder ein paar Freunde kümmern muss. Ein paar Haufen Freunde. Uiuiuiuiui. Oh mein Gott, ein paar Haufen Freunde. Absoluter Vollnoob. Treffen, Alter, das ist echt der Wahnsinn. Ja, ich freue mich dabei, weil ich früher A-mäßig gar nicht so schlecht. Hätte ich nachgelassen in den Jahren. Und ich brauche eine neue. Hä, was? You aim or aim no accidents. Ja. Was soll ich dazu sagen? Und go. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Ich muss Munition kaufen. Bleibt mir keine andere Wahl.
sollte auch reichen. Und nach oben bitte. Oh, wir kommen echt langsam dem Ende ganz nah. Das freut mich doch. Das Flight Deck. Da muss ich lang, hier gehe ich aber hin. Da ist ja Munition oder so noch hier. Oh, wieder das Toilett. Also für Männerklo ist nichts. Mal gucken, was das Frauenklo so hergibt. Auch nichts, außer Flackerlicht. Also ziemlich safe hier. Was ist das? Sicherheitskonsole. Zutritt für autorisiertes Personal. Ich bin autorisiert. Ich bin das einzige Personal hier, also von daher. Ah, ich erkenne, wo wir sind. Glaube ich. Zumindest. Zurück am Anfang. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Wenn nicht. So schnell ist meine Munition schon wieder weg. Verdammte Kacke. Na gut, wo du noch 100 Mal daneben schießt, ne? Ey, der Witzka. Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig. Boah, kaputt. Alles zerstört. Vernichtung. Ja, warum nicht? Ist ja easy. Warte mal. Jetzt zeichnet mir, dass ich jetzt hier... Wo soll ich hin? Fuck. Das Spiel manchmal, ne? Das sind doch wieder solche Scheißviecher. Nicht wäre zwar glücklich, aber auch enttäuscht.
eisig. Hölle! Meine Fresse! Warum zeigt man eben nur so? In manchen Spielen geht's ja eigentlich. Da bin ich eigentlich sogar recht treffsicher. Ich verstehe nur nicht, warum es sich so krass von Spiel zu Spiel unterscheidet. Hier sind noch explosive Dinge, also wird was noch kommen. Ganz ehrlich, hier würde ich niemals arbeiten, weil das ist ja echt die Hölle. Komm schon, scheiß Teil. Ich hab dich gehört. Ich weiß, du bist da. Fahrt Hölle. Warum tanken die Viecher manchmal eine ganze Explosion? Ich verstehe das nicht. Finde ich in meinen Augen doch ein bisschen übertrieben. Aber ich, was habe ich an dem Spiel damals gesehen? Inwiefern war es so gruselig, dass ich sagen konnte, hey. Als Steuerung konnte es nicht gewesen sein, das war echt. Stehen, Hosenscheißer. Ich hab gesagt, du sollst stehen, ey. Reiß dir den Arsch auf. So. Euch vor, ihr müsst das mit jeder Ladung am Tag machen. Genau so. Ich würde durchdrehen. Ich würde meinen Chef fragen, ob der sie noch anhat. Geh noch nicht weit genug weg, Alter.
Achso. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verlassen können. Yay! Schwerkraft. Come back to me. Ende der Schwerelosigkeit. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Hier drüben. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. The fuck? Das ist so cool, dass die Anzeigen dann auch wirklich so null sinken. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich. Bitte. Ich liebe dich. Wir haben das Spiel doch gleich durch schon. Selbst hier flippt er nicht mal ein bisschen aus oder sowas. So, ah, diese Mistkuh, diese blöde. Gar nichts. Jetzt habe ich mir die Picks ohne Ende. Isaac? Bist du das wirklich? Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Mich verprügeln. Bist du hier echt, Nicole? Was haben wir hier?
Halbleiter Diamant. Oh. Was denn bei? Ich mach einen Fehler. Alles klar. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG 09. Wiederhole. Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Was, Nicole? Sesam, öffne dich. Oder nicht so? Hm? Nein. Ah, ich muss da lang. Das Spiel manchmal, ne? Dann das hier erst lang, wenn das Ding gelandet ist. Bis dahin ist das nicht gelandet. Ich mach mir gleich noch einen Schlüpfgar. Bruder, wie ist das mit der Loch in der Brust? Alternative Lösungen.